Und ich würde sagen, wir machen einen Ausflug in die Eifel. Ja. Auch für dich, dass du dich ein bisschen erholst. Denn ja. Herr Andrak hat in Rekordzeit ein IKEA-Billigregal hier gerade aufgebaut. Aber ich brauche es Ihnen nicht zu sagen, denn Sie haben es ja gesehen. So, steig hier ein. Ja. 14,1 Liter. Und ich finde, wir sollten uns warm anziehen, oder? Oh ja, du hast da eine Mütze, glaube ich. Ja, du hast eine Mütze und ich habe so Ohrenschützer, weil draußen ist es kalt. Und außerdem ist ja eine Comedy-Show. Ja, eben. Also da sollte man schon schrill, schräges Lachen. Ich wusste es. Ja, Müller. Ja, klar. Müller. Obwohl ich finde, du siehst nicht lustig aus, sondern bedrohlich. Du siehst aus wie so ein Grenzpatrouillengänger am Amur oder so in Sibirien. Am wo? Ach so. Amur. Oder auch so weit die Füße tragen, weißt du? Fargo. Fargo, genau. genau. Ja. Und das hier ist lustig, hier, diese Ohrenschützer. Obwohl es eigentlich auch nicht so lustig ist, weil ich kenne eigentlich hauptsächlich Frauen, die sowas tragen, das sind so Drogensüchtige, die in Supermärkten Kinder aus fremden Kinderwägen stehlen. Die kennst du? Nein, die kenne ich nicht, aber die haben solche Ohrenschützer. Sollen wir losfahren? Ja, wegen mir. Ja, ich werde anschneiden nicht vergessen. Das vergisst du immer wenn wir. immer wenn wir losfahren, schaltest du an. Geht's oder soll ich dann jetzt ein bisschen nach hinten fahren? Nö, ist angenehm. Okay, dann fahren wir mal los. In die Eifel, ja? In die Eifel. Du kennst den Weg, weil ich kenne mich nicht so aus in der Eifel. Wir sind gleich wieder hier, meine Damen und Herren. Bis ja, gleich. Genau. Tschüss. Tschüss. Bis gleich! So. Das Schöne ist ja, die Eifel beginnt unmittelbar hinter unserem Studio. Ja. Siehst du, dass wir uns gut, dass wir uns warm angezogen haben? Jo, das ja. ist das Wahrzeichen der Eifel. Ja, ist ja sehr berühmt. Natürlich. Mhm. Der Eiffelturm. ah, das macht gleich gute Laune, so ein Schnee. Ja? Oh ja. Aber das Schnee treiben wir doch stärker. Oh, jetzt wird's aber doch ein bisschen meine viel. Scheinwischer ja, an. Genau. Mein Auto hat nur einen Scheinwischer. ja. Vorsicht. Oh, da scheint. Oh, pass auf. Ja, pass auf. Pass ich fahre mal ein bisschen langsamer. Ja. Ich fahre mal ein bisschen langsamer. Auf. Vorsicht. Die tauchen oft so plötzlich auf. Ja, ja, du siehst ja, sie ja. gar nicht. Ja, ja. Siehst du? Ah! Oh! Ja. Wow. War aber knapp. Ist das hier nicht die Ecke mit der Boot Els? Ach, guck mal. Schau mal, die Boot Els war die Mama langsam. Ja. Die ist doch ganz berühmt, oder? Ja, selbstverständlich. Die war mal auf dem 500-Markschein hinten drauf. Da haben wir sie in der guten alten Zeit. Die ist so wunderbar, diese Boot. Mach doch mal ein Foto. Echt? Ja. Ja. Oh, das fände ich schon toll, von der Boot Els. Hab eine Polaroid dabei? Ja. Das ist ja ein Traum. Ja. Dort die, zieh mal die raus. Sind ja heute sofort fertig. Ist ja wunderbar geworden, Boah. Oder? Mach mal von mir auf ein Foto, okay. wie ich so fahre. Ein Traum. Ja. Also Siegenburg Elz, da bleibe ich mal länger. Ich glaube, da fallen mal ein Nein, das ist auch super Führung, das ist sehr interessant. Ja? Ja, ja doch, wirklich. Auch so also mit Märchen und so? Ja, und wo die früher geschlafen haben. Toll. Und, also diese Eifel, man fährt so weit und hat so schön vor der Haustür. Ja, also frische anderthalb Luft. Stunden ist man da und man ist auch sehr einsam. Man kann ja. stundenlang durch den Wald spazieren. Ohne Hör dir das an, wo hörst du das heute noch? Der Kuckuck ruft? Ja. Oder ist es das Kreuzchen? Nee, das ist der Kuckuck. Nein, das ist der Kuckuck. Ja. ja. Also man kann stundenlang durch den Wald gehen, trifft keinen Menschen. Alles gut markiert, Wanderwege. Ja, wirklich, sehr gut. Eifelverein. Ein Traum. Willi. Super. Oh, Rotkäppchen. Hallo, Rotkäppchen. Warum hast du denn so groß Rotkäppchen? Ah, ich nehme Bit. Ja, ich nehme Beefy. Ah, das Bit ist da. Tschüss, Rotkäppchen. Ja. Tschüss. Ah, das Bit ist das heutige Bier. In der Stubbi-Flasche. Was ist das denn, Stubbi? Die gedrungenen Flaschen nennt man Stubbi. Ach was, ist ne, das cool? Es gibt ja auch diese schlanken, ne, ja. Das trinkt man so in der Eifel. Das ist schön. Ja. So, ich hätte Lust, irgendwo ein bisschen Schlitten zu fahren. Ja, schade, dass Rotkäppchen schon weg ist. Ja, wo kann man das denn hier? Wir fahren gerade auf die Hohe Acht. Was ist das denn? Das ist der höchste Berg in der Eifel. Ach was? Ja. Der höchste Berg der Eifel? Ja, rat mal, wie hoch der höchste Berg? 830 Meter? Weniger. 750. Sehr gut, 747 Meter. Donnerwetter, der höchste Berg. Und da fahren wir jetzt hin, ja. Das sind aber auch bitte? Schöne Orte, wo die Mischung aus alt und neu geglückt ist. Hat man selten. Wo ist denn da die Rodelbahn? Muss ein bisschen konzentrieren. Ist so ein, also in der Nähe von so einem, ich glaube, Moment, wie war das? Da ist so ein Restaurant.
Da kann man herrlich Kaffee trinken. Ach was, lecker Kaffee trinken gehen? Ich habe ja immer ein paar saubere Schuhe im Auto, wenn wir Kaffee trinken gehen. Da, hier. Ist es da. Aber da halten wir jetzt nicht, wir haben noch viel vor. Ja, nee, ja, klar. Also da muss jetzt ungefähr. Moment. Vielleicht können wir jemanden fragen. Ah ja. Hier, wo Moment, denn, frag mal. Wo ist die Rohlebahn bitte? Hallo? Oh, ein Deutscher. Die Rohlebahn ist direkt hier auf der anderen Seite. Ah, danke schön. Danke, danke. Schönen Tag noch. Ja. Nett hier, die Leute. Ja. So, muss, da ist die Rohlebahn. Ah, pass mal auf. Ach, komm. Mach mir mal ein paar Schneebälle. Ja, hier, schmeiß sie ab. Ich werfe mit links. Mach ich eigentlich nicht, kommt aber im Bild besser. Hier, ja, nimm das da. Komm. So, und ihn erwische ich, warte auf. Ja, jetzt. Ja! Nee, nochmal, nochmal. Jetzt, warte auf. Ah! Nee, den nächsten krieg ich. Ja, doch, doch, doch! Ja, ich habe ihn getroffen. Ach, hau ab! Ja. So, was ist das denn hier? Wir fahren mal zum Totenmarkt. Ist das berühmt? Oh ja, kennst du nicht die Mare? Nee, leider nicht. In der Vulkaneifel. Ach, in der Vulkaneifel? Es gibt das Schalkenmeerener Mar und das Meerfelder Mar und das, ja, und das Totenmarkt. Das ist ja wirklich wie ein Fargo hier. Das ist jetzt ganz vereist und wir fahren ganz langsam drüber. Und drunter ist aber kein Wasser, oder? Ist nicht gefährlich für uns, falls wir einbrechen müssen. Nein, aber sehr, sehr, sehr dick gefroren, ja. Wahnsinn. Die Farben sind irgendwie ein bisschen trist. Ja. Ich mach das mal ein bisschen anders. Nein, 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 hier. Nein! Dazu wird es besser. Also, nee, ach, das hat total. Nein! Ja, sehr gut. Jetzt haben wir es wieder. Gott sei Dank. So. Keine Menschenseele. Nein. Aber ein Vogel, ne? Das sind diese berühmten Eisvögel. Die sind ja großartig. Hey! Das ist wie bei Steven Spielberg, du. Ja, wow, okay. Fahr schneller! Hau ab nach Kabul! Ja. So, jetzt müsst ihr doch langsam an dieses leckere Restaurant kommen, hier! Kuchos! Kuchos Landhotel! Moment, ich halte, wir fahren zurück! Warte auf! Da? Warte auf, ich fahr zurück! So. Ja? Bisschen, da siehst du, da war's! Jetzt mal langsam, langsam vorbei. Warte. Das ist aber wunderbar, du. Da hast du so lecker gegessen. Da kann man es genau sehen. Ja. Ach, ich sehe es da. Ja. Ach, nee, hier. Ja, genau, da. Da. Ja, ja, eben. Es gibt so viel zu sehen. Ja, natürlich. Ach, das ist Monschau. Ist das nicht schön? Das ist ja wunderbar, wie herrlich. Diese Fachwerkhäuser. Fachwerk ist mein Lieblingsbaustil. Ehrlich? Ja, das ist ganz toll. Also Fachwerk, da könnt ihr mich drin baden. Wohnt hier nicht auch Heino in der Ecke irgendwo? Ja, in Bad Münstereifel. Komm mal. Wahnsinn. Mensch, da ist er ja. Heino! Altes Haus! Ich freue mich schon auf den Karneval, auf die Heino-Parodien. Ah, sehr gut. Die aktuellen. Ja, ja. Was ist das denn hier vorne? Siehst du, hier leben die Traditionen noch, das die Musikkapelle. Ist ganz genau. Vorsicht. Oh ja. Können Sie ein bisschen Platz machen? Prost, Jungs. Ja. Schau mal an, Männer und Frauen. Toll. Hier lernen die Leute die Grundzüge des Instrumentenspielens. Ja. Wo sie dann auch viele Symphonieorchester draus bedienen. Ja. Schönen Tag noch. Tschüss. Toll. Und die müssen wir wieder heim. Ja, die meisten sind ja miteinander verwandt hier in dem Orchester. So, jetzt geht's hier rechts ins Studio. Ja. Ja. Da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Das war aber wieder mal herrlich, das sollten wir schnell mal wieder machen, oder? Auf jeden Fall.